abgerissen. Daniel sieht nicht gut aus. Er wird uns noch verbluten, Jenny. Wir müssen diese Arterie abklemmen. Okay, ich tippe. Geschafft. Drück auf die Tube, Joe. Das hält nicht von selbst. Ich muss eine Bandage anlegen. Jenny, hol den Verbandskasten. Daniel, geht es jede Sekunde schlechter. Was soll ich tun? Jenny soll sich beeilen. Jetzt mach doch mal. Jenny, bring endlich den Verbandskasten. Oh, Jenny. Bleib ruhig und sammle die verstreuten Sachen auf. Du schaffst es. Reiß dich zusammen. Okay, wir holen die Sachen. Einmal die Spritze. Dann brauchen wir die Bandage. Kein Problem. Mann, hier liegen aber viele Sachen rum. Diese Tinktur. Und das Klebeband. Da sind die Tabletten. Oder sind das Pflaster? Ich erkenne es nicht ganz. Und die Schere. Und ich glaube, dann fehlt nur noch der Faden. Ja, mehr sehe ich hier nicht rumliegen. Der Druckverband hält, aber er verliert immer noch Blut. Du musst das für mich durchstehen, Daniel. Mach die Riemen los. Na also, du hältst ihn ruhig und ich nähe die Wunde. Wow, okay, nähen wir die Wunde. So. Sein Zustand stabilisiert sich. Wir sind gleich beim Krankenhaus. Wir können es schaffen. Das hoffe ich sehr. Ich darf ihn jetzt nicht verlieren. Du hast recht, es wird alles gut. Allison, Jenny, haltet euch fest! Drei Monate zuvor. Und damit Hallöchen, ihr Lieben, zu einem kleinen Angezockt. Wir spielen mal Hearts Medicine Time to Heal. Ja, ihr habt ja schon gesehen, ein Spiel von Blue Giraffe und Gamehouse. Ist wohl aus der Delicious Emily-Reihe, da kenne ich mich ehrlich gesagt nicht so gut aus, aber das sind eigentlich so Mobile-Games. Aber dieser Teil ist jetzt halt auch erschienen für PC, kann man über Steam kaufen. Und ich weiß, es passt überhaupt nicht in den Channel, aber es sah einfach niedlich aus und simpel aus und scheint eine ganz schöne Geschichte zu haben. Und da dachte ich, ich probiere das Spiel einfach mal aus und habe es mir mal gekauft auf Steam. Und wir schauen einfach mal rein. Ein wenig nach links. Ich sage, wenn es passt. Hallo, Daniel. Ah, das ist der Daniel von eben aus dem Krankenwagen, glaube ich. Allison, du bist wieder da. Bist du aufgeregt als Assistenzärztin in der Chirurgie? Angespannt und ein wenig ängstlich. Was macht er denn da mit dem Teil? Ach, was du brauchst. Er ist wirklich hingefallen. Keine Angst zu haben. Uff, keine Sorge, es geht mir gut. Ich möchte nur kurz ein Nickerchen machen. Ja, sicher. Tut mir leid, Allison, aber wenn ich die Renovierung nicht zu Ende bringe, kostet mich das den Job. Kein Problem, ich muss mich sowieso in der Chirurgie blicken lassen. Daniel. Scheinbar hat er später einen Unfall. Was ist da nur passiert? Vielleicht kommen wir ja sogar mit Daniel zusammen. Sie ist ein bisschen aufgeregt. Wie süß. Wow. Schick. Ist wahrscheinlich voll der Traum, ey, wenn man voll lange studiert hat Medizin und dann... Guten Tag, Dr. Quinn. Ich heiße... Seit wann habe ich zwei Assistenzärzte? Das funktioniert so nicht. Ich kann nur einen Assistenzarzt ausbilden. Einer von euch ist hier überflüssig. Tja, ich bestimmt nicht. Oh, aber ich dachte... Okay, die Würfel sind gefallen. Aber was mache ich denn jetzt?
Geh zu Michael auf die Station. Er braucht immer Frischfleisch. Oh, das ist aber fies. Und so funktioniert das mehr oder weniger bei uns auf der Station. Aufregend, nicht wahr? Lass mich raten, Quinn hat dich geschickt. Ich könnte eine zweite Assistenzärztin gebrauchen, aber du bist ziemlich spät dran. Es tut mir wirklich leid, ich dachte, ich wäre für die Chirurgie eingeteilt. Ich könnte natürlich alles ein zweites Mal erklären. Jenny, macht es dir etwas aus, alles noch einmal anzuhören? Ach was, nicht die Bohne. Du bist ein Schatz, Jenny. Soll ich dir jetzt alles zeigen? Ich glaube, wir brauchen das Tutorial. Wir können es ja ein bisschen schneller machen. Das wäre nett. Ich könnte eine Einführung gut gebrauchen. Jenny, warum erklärst du es ihr nicht? Super! Yay! Also, die Patienten setzen sich zuerst in den Wartebereich. Dort musst du sie aufrufen. Als nächstes musst du den Patienten sagen, wohin sie gehen sollen. Sehr gut, Jenny. Danach musst du sie behandeln. Aha, okay. Wir schreiben dann quasi auf, was los ist. Einige Patienten müssen mehrmals behandelt werden. Verstehe, die müssen dann noch woanders hingeschickt werden. Für manche Behandlungen brauchst du Geräte oder Hilfsmittel. Die musst du zuerst nehmen. Und erst dann kannst du die Behandlung durchführen. Das ist so cool! Geschafft. Das war ja easy. Ah, am Computer kannst du sie entlassen. Okay, da müssen wir also erst noch hinlaufen dann. Gute Arbeit, Jenny. Huh? Oh nein, Ruths Meerschweinchen Oliver ist schon wieder entwischt. Mal sehen, ob wir es fangen können. Erwischt. Allison, hör genau zu. Da sind noch zwei Sachen. Manche Behandlungen sind komplizierter und erfordern Präzisionsarbeit, aber das erkläre ich dir, wenn es soweit ist. Wenn du Patienten schnell mit der richtigen Behandlung hilfst, verbesserst du ihre Gesundheit. Denk daran, wenn du sie zu lange warten lässt, muss ich einschreiten. Mehr musst du eigentlich nicht wissen. Ich glaube, das bekomme ich schon hin. Ich will dich nicht länger aufhalten. Dann mal los. Yay, es geht los. Ich bin jetzt eine Ärztin. Okay. Auf den Stuhl. Verdiene einen Stern in der ersten Hälfte deiner Schicht. Wow, sie ist aber schnell. Und entlassen. Ein Stern erreicht. So, einmal ins Bett bitte. Und was brauchen Sie jetzt? Einmal das Thermometer. Super. Kann ich ja jetzt wahrscheinlich schon darüber. So, sie auf den Stuhl. Oh, der Infusionstropf ist nicht richtig eingestellt. Okay. Dreh in die richtige Richtung, bis der Patient lächelt. Ah, klicke dann zum Einstellen auf die Taste. Denk immer daran, wenn du schneller bist, verdienst du mehr Herzen. Okay, ich gebe mir Mühe. Genau nach so einem Spiel habe ich gesucht, ganz ehrlich. Das habe ich erwartet und das hier habe ich bekommen. Finde ich geil. Ich weiß auch nicht, ich brauche sowas einfach momentan. Einfach was mit ein bisschen Klicken und einer süßen Grafik und irgendwie mit allen glücklich. Das ist genau das Richtige. Obwohl sie krank sind, die Armen. So, jetzt schnell dahin. Oh, das hat ein bisschen gedauert. Da schnell rüber, zwei Sterne erreicht. So, einmal Fieber messen. Da ist auch schon wieder jemand. Einmal darüber bitte. Und einmal entlassen und hier einmal aufzeichnen, was los ist. Rüber ins Bett. Entlassen. Nein, die Schicht ist fertig. Ach so. Oh, du kannst einen Gegenstand anklicken, den du auf deinem Tablett nicht brauchst, um ihn zu entfernen. Ah, ach so, ich kann mir auch mehrere hier schon mal hinlegen. Das ist ja cool. So, aber meine Schicht ist jetzt vorüber. Tschum, tschum. Und wir haben alles geschafft. Cool. Goldene Herzen. Erziele mehr Herzen für die Herzleiste, um einen Patienten mit goldenen Herzen zu erhalten. Goldpatienten verlieren keine Herzen mehr. Okay. Geht's jetzt direkt weiter? Jetzt bin ich fix und fertig. Das war ein Tag. Allison, das sind die dreckigen Bettlaken aller Stationen. Könntest du sie kurz waschen? Was? Ich? Na klar. Ist das jetzt nochmal ein Minispiel? Oh, tatsächlich, wie cool. Oh, nein, ich kann nur einen Assistenzarzt ausbilden. Ach, das macht mir nichts aus. Schnapp dir die einzige Assistenzarztstelle in der Chirurgie.
Allison, warum wäschst du nicht gleich alle Bettlaken in diesem Krankenhaus? Klar, klingt nach jeder Menge Spaß. Oh, ich bin so ein Verlierer. Was geht ab? What? Connor? Allison, hallo, ich wollte nur, Jenny zeigen, wo man das, Desinfektionsmittel findet, genau. Also, Jenny, jetzt weißt du Bescheid. Tschüss. Fängt ja gut an. Können wir gleich mit dem Gossip loslegen hier. Oh, Allison, schön, dass du wieder da bist. Geil. Oh Mann, ey. Heitere Earl auf. Er ist ein wenig aufgewühlt. Das scheint... Also ich glaube, das ist dann quasi unsere Prüfung? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott, jetzt sind schon mehr Sachen da. Ich weiß, dies ist nicht der schönste Ort auf Erden, Earl, aber zumindest scheint die Sonne. Dir ist schon klar, dass man von Sonnenstrahlen Hautkrebs bekommt, oder? Logisch, aber dann könntest du dich wenigstens einmal über etwas anderes beschweren. Allison, vielleicht kann Allison dich ja auf... dich aufheitern. Hm, ich mag keine Brünetten, die sind immer so anhänglich. Viel Glück. Aber wie soll ich ihn denn aufheitern? Und was ist das hier für ein Glas hier? Einkaufsgeld? Was? Okay. Ich weiß nicht, was soll ich denn kaufen? Dann kaufe ich wohl... Weicher Wartestuhl. Patienten, die in einem weichen Stuhl sitzen, verlieren langsamer Herzen. Dann machen wir das mal. Dann, ich lasse es erstmal so. Neues Objekt. Okay. Versuche, Earl aufzuheitern. Ich kann aber gerade gar nichts machen mit ihm. So. Ah, der hat... Die hat goldene Herzen gehabt. So. Okay. Was hat er jetzt für ein Problem? Hey, Earl, hast du einen Wunsch? Ja, ich will aus diesem Krankenhaus raus. Dabei kann ich dir leider nicht helfen, aber kann ich dir ein Glas Wasser bringen? Wasser? Wasser? Ich bin doch kein Fisch. Okay, aber er ist ein bisschen besser gelaunt jetzt. Wahrscheinlich einfach nur, weil wir mit ihm geredet haben. Hui, das war knapp. Ach so, jetzt auch noch in ein Bett. Okay. Moment. Du noch da rein. Und da schnell hin. Und jetzt schnell hier rüber. Wer hat hier die Temperatur auf Gluthitze eingestellt? Hm, es ist ziemlich warm. Ich könnte versuchen, die Heizung etwas herunterzudrehen. Versuchen? Warum machst du es nicht einfach? Mann, ist der nett. Versuche, mehrere Patienten zu entlassen. Das bringt riesige Boni. Okay, cool. So, kann ich denn irgendwo die Heizung runterstellen? Ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube, das geht gar nicht. Das wird nur so gesagt. So, und du willst duschen? Kein Problem. Oh, das Buch habe ich auch gelesen. Gefällt es dir? Es ist unglaublich. Es ist unglaublich, was heutzutage für Literatur gehalten wird. Er hat es weggeschmissen. Totaler Blödsinn. So, ab ins Bett. Ein Pflaster, okay. Schnell rüber. Und schnell entlassen. Aber eigentlich müsste ich warten, bis da mehr stehen, aber... Könntest du aufhören, so geschäftig herumzulaufen? Das ist meine Arbeit. Klar, kümmere dich bloß nicht um mich. Okay, er ist auf jeden Fall aufgeheitert. Was auch immer ihn daran aufgeheitert hat. Egal. So, einmal auf den Stuhl. Ich guck mal kurz, ob wir vielleicht mehrere jetzt entlassen können. Das wäre doch cool. Bam! Eine super Kombo. Oliver! Nein, ich habe nicht auf ihn geachtet. Er ist bestimmt irgendwo zwischendurch aufgetaucht und ich habe es nicht gesehen. Neues Minispiel. Klicke auf die Blasen. Versuche, alle Blasen in deiner Spritze platzen zu lassen. Ich erfriere. Kannst du die Heizung aufdrehen? Erst ist es dir zu heiß, dann ist es dir zu kalt. Man darf doch mal seine Meinung ändern, oder? Übrigens, sollte ich nicht schon längst meine Medikamente erhalten haben? Wer ist das? Tut mir leid, entschuldige, hier sind deine Medikamente. Bei der ganzen Renovierung sind einige Medikationspläne durcheinander gekommen, daher hat es etwas länger gedauert. Ich sterbe hier fast an Altersschwäche, weil du...
Wage es nicht, diesen Satz zu beenden. Allison. Ruth, ich bin so froh, dich zu sehen. Ich habe gehört, was mit Quinn passiert ist, meine Liebe. Nicht gerade das, was du dir an deinem ersten Arbeitstag erhofft hast. Ich weiß nicht, Ruth, vielleicht war ich einfach noch nicht bereit für die Chirurgie. Ah, hör mir damit auf. Du bist genauso gut wie dieser verhätschelte Mason. Und Quinn ist ein Idiot, wenn er dich hat gehen lassen. Außerdem könnten alle Männer in diesem Krankenhaus eine Gehirntransplantation vertragen. Danke, Ruth, das tut wirklich gut. Das ist die reine Wahrheit, meine Liebe. Und jetzt solltest du einen Happen essen. Yay, essen gehen ist immer gut. Ich finde geil, dass aber so viel Story zwischendrin ist. Du hast ein Prüfungslevel freigeschaltet. Prüfungslevels haben keine Geschichte, aber du kannst Diamanten verdienen, wenn du sie abschließt. Was ist das? Wahrscheinlich Facebook-like? Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich einen Diamanten. Emily in der Kantine. Wie cool. Hilf Emily in der Krankenhauskantine. Das schauen wir uns mal an. Was ist das denn? Emily, was machst du hier? Nun, ich war wegen Pages Kontrolluntersuchung hier und dann habe ich irgendwie die Kantine übernommen. Ups. Es ist irgendwie seltsam. Egal, wohin ich komme, die Leute suchen überall verzweifelt nach einer guten Köchin. Tja, das sind gute Neuigkeiten. Dann wird die Krankenhauskost endlich um einiges besser. Wenn du später nochmal wiederkommst, koche ich dir etwas Leckeres. Ah, das muss Delicious Emily sein. Hilf Emily in der Krankenhauskantine. Okay. Oh je, hoffentlich kriege ich das hin. So. Und er will diese Suppe. So, jetzt sie. Okay, ich glaube, das kriege ich hin. Ich verstehe es. Und sie hierher. Habe ich... Moment. Ah, so. Ja, Entschuldigung, ich bin schon unterwegs. Sie hierher. Die entlassen wir jetzt. Da kommt das hin. Sie will das hier. Und das. Oh Gott, ich bin gestresst. Noch ein Getränk. Da, bitte sehr. Und du, das da. Sie will hier hin. Sie kann ich ja mal entlassen. Sie will auch hierher. So. Und ein Getränk. Oh ja, die kann ich alle entlassen. Das ist ja super. Tschüssi. Du willst ein Getränk. Ach so. Verstehe. Die muss ich nachfüllen. Ah. So, du willst das hier? Tut mir leid, ich hab's gleich. Das ist ja voll der Stress hier, aber ich liebe es. Okay. Du willst auch hierher? Ein Getränk. Schicht ist fertig. So. Und alle zufrieden. Und der hier auch. Puh, geschafft. Das war cool. Juhu! Cool. Ich weiß halt noch nicht, was uns das bringt, ehrlich gesagt. Ah. Aha. Okay, das ist dann so ein Bild anscheinend am Ende. Und das hier? Ah, damit können wir nochmal Sachen kaufen. Neuer Flügeldiamanten. Und was ist da dann drin? Ja. Diese Blumen duften toll und sehen auch noch klasse aus. Ah, okay. Das ist einfach Deko. Ich glaube, wir renovieren hier halt alles. Cool. Lagerlieferung. Daniel will einige Renovierungsmaterialien in der Station aufbewahren. Oh, hier sind noch mehr Sachen. Ich muss wieder in die Apotheke, aber denk daran, lass dich nicht unterkriegen. Vor allem nicht von diesen Witzfiguren. Nun, ja, das kannst du genau hier hinstellen. Daniel, was ist denn hier los? Wir wollten hier ein paar Sachen für die Renovierung lagern. Hä? Aber stört das nicht unsere Patienten? Vielleicht ein kleines bisschen, aber du würdest mir wirklich einen riesengroßen Gefallen damit tun. Okay, wenn du das mit Michael abgesprochen hast. Danke, Allison, du bist ein Schatz.
Ah, ich kann ja wieder was kaufen, ne? Was ist das hier denn eigentlich? Beruhigt und entspannt die Patienten. Unglaublich bequem sitzen sie hier. Ich glaube, ich hole erstmal noch einen Stuhl. Ich finde das irgendwie wichtiger. Und dann holen wir das noch. Okay. Oh Gott, so viele neue Objekte. Nimm die Lieferungen an. Okay, ich versuche diesmal auch darauf zu achten, wo der Hamster erscheint. Aber ich weiß nicht, ob ich es hinbekomme. Ach so. Das ist da. So. Oh je. Das ist so viel gerade. So. Okay. Der Junge muss ins Bett. Hier, Dusche. Wo ist das? Da. So, ich komme schon. Klicke seitlich an die Spritze, um die Blasen zu entfernen. Denk immer daran, wenn du schneller bist, verdienst du mehr Herzen. Okay. So, ich entlasse mal kurz. Und hier. So, und da. Oh Gott. Was für ein Stress, ey. Und jetzt dahin. Geh dahin. Und jetzt mache ich erstmal sie hier. Ja, einstellen. Super. Hier geht's weiter. Und dann machen wir erstmal alle entlassen. Kriegen wir fetten Bonus für. Ich glaube, ich verpasse leider immer den Hamster. Der ist so unauffällig irgendwie. So, ab ins Bett. Okay, gleich kommt noch eine Lieferung. Da drüben muss ich das erstmal holen. Dann ab ins Bett. Oh, wir haben von denen keine mehr. Okay. Dann. Okay. Oh, schon wieder eine Lieferung. Super. Okay, Bett. Da! Oliver hat das Meerschweinchen gefunden. Nimm die Lieferung an. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich bin überhaupt nicht gestresst. Nein. So. Und jetzt darüber. Und hier nochmal wen. Puh. Geschafft. Oh, und den dritten Stern haben wir auch noch erreicht. Und wir haben alles geschafft. Juhu. Aktionen. Einige Behandlungen erfordern eine Reihe von Handlungen. Befolge die Reihenfolge, um die Behandlung abzuschließen. Okay. Wofür ist das? Weil du mir heute geholfen hast. Die Renovierung läuft nicht wie geplant. Und es ist schön, dass mal jemand mit anpackt, anstelle sich immer nur zu beklagen. Na, danke schön. Diese Renovierung liegt dir sehr am Herzen, nicht wahr? Du weißt, dass mich mein Vater zum Leiter dieses Krankenhauses gemacht hat, stimmt's? So beweise ich den Leuten meine Kompetenz, dass ich vielleicht sogar besser bin als mein Vater. Und einige negative Stimmen halten mich nicht davon ab, das beste Krankenhaus der Welt zu erschaffen. Selbst wenn ich es eigenhändig renovieren muss. Tja, meine Hilfe ist dir sicher. Aber du bist Assistenzärztin, daher werde ich nur gelegentlich auf dich zurückkommen. Ich weiß nicht, ob das nett war oder eher ein bisschen assi von ihm eben. Aber ich glaube, er meinte es nett. Oh, Earls Blutdruck muss überwacht werden, alles klar. Oh nein, hier sind jetzt schon zwei Sachen. Du siehst verdächtig glücklich aus. Ich weiß, das liegt daran, was Daniel gestern gesagt hat. Er will sich nicht von negativen Stimmen beeinflussen lassen und das ist mir im Gedächtnis haften geblieben. Da wir gerade von negativen Stimmen sprechen, er macht dir hoffentlich nicht so viele Probleme, aber Earls Blutdruck muss heute regelmäßig überprüft werden. Keine Sorge, ich werde ihn mit Freundlichkeit erschlagen. Kannst du mich bitte gleich erschlagen? Ich habe jetzt schon genug von diesem fröhlichen Quatsch. Juhu. Okay, ich glaube, wir holen hier mal einen besseren Behandlungsstuhl. So, los geht's. Oh Gott, ich bin bereit. Tempo ist nicht gerade deine Stärke, was? Ach so, bevor das runterläuft, verstehe. Das kriegen wir schon hin, denke ich. Ich nehme schon mal welche davon. So, dahin. Dein Tablett ist voll. Okay, kein Problem. So, dahin. Dann das.
mit dem, dahin. Was? Nein, ich habe den Hamster verpasst. Hä? Was mache ich denn da gerade falsch? Das verstehe ich gerade nicht so ganz. Irgendwas mache ich da scheinbar falsch, aber... Ich habe echt alles hier voll, ne? So. Okay. Vielleicht war ich auch zu schnell. Moment. Jetzt vielleicht? Ah, okay. Ich war tatsächlich zu schnell. Ich glaube, sie hatten es noch nicht mal richtig genommen. Das war das Problem eben gewesen. Ach so, habe ich schon. Oh Gott. Ich bin so mega im Stress gerade. Okay. Tut mir leid. Nee, das war falsch. Ach so. Ah, jetzt weiß ich's. Okay. Tut mir sehr leid, Leute. So. Ja. Ich entlasse die hier erstmal. Oh, ich hab... Oh, verdammt, ich hab's mit Earl vermasselt. Tut mir voll leid. Was ist das hier? Schicht ist fertig und ich bin echt eine schlechte Ärztin gewesen heute. So. So, dahin. Okay, das ist auch fertig. Und hier nochmal Fieber messen. Schade, dass ich das nicht kapiert hatte eben da. Hätte man eigentlich gut hinbekommen können, aber naja. Egal. Einstellen. So. Ja, das war ja mal gar nicht gut, ne? Haben wir nur 2 Sterne jetzt. Weil ich das nicht geraffelt habe, dass ich zu viele Items hier drin hatte. Deswegen hat sie das nämlich nicht genommen. So sieht das nämlich aus. Schnelle Patientenzuweisung bringt ein Bonusherz. Eine schnelle Behandlung oder Aktion gibt dem Patienten ein Bonusherz. Hoffentlich meckert er jetzt. Oh mein Gott! Oh nein, das darf doch wohl nicht wahr sein! Hä? Nun, zumindest bist du auf Trab, wenn mein Leben in Gefahr schwebt. Was? Bist du geisteskrank? Ich dachte, du würdest sterben, Earl. Oh, warum hast du das getan? Ich war heute den ganzen Tag nett zu dir. Und du spuckst mir die ganze Zeit Beleidigungen ins Gesicht. Habe ich dir jemals etwas getan? Oh nein! Ach, jetzt verschlägt es dir wohl die Sprache. Darauf falle ich nicht noch einmal herein, Earl. Earl? Earl! Oh nein! Oh oh. Lag das jetzt an mir? Was ist das jetzt? Stiehl keine Medikamente. Anderen Abteilungen geht der Vorrat aus. Aber ich will wissen, wie es mit Earl weitergeht. Ich probiere mal, ob wir es hier erfahren. Ich weiß, dass wir nicht immer gut miteinander klarkommen. Aber du musst es schaffen. Vater. Oh, Allison. Ich konnte es dir gestern nicht sagen, aber ich bin wirklich froh, dass du Earl geholfen hast. Wie geht es ihm? Er zeigt noch keine Reaktion, aber er lebt. Dank dir. Tja. Oh. Er räumt das da weg. Ja gut, wir... Ach, ich habe gar nicht genug. Oh, na gut, dann starten wir einfach mal. Diesmal sammle ich nicht nutzlose Sachen ein. Liefere... Wie meinen die das denn? Liefere mehrere Gegenstände auf einmal. Also muss ich doch mehreres nehmen, oder? Ich weiß es nicht genau. Ich habe es jetzt mal genommen zur Sicherheit. So. Diesmal krieg ich es besser hin, da bin ich mir sicher. So, jetzt dahin. Ach ja, die Blasen weg. Wobei ich das noch nicht ganz verstehe mit den Gegenständen. Ah! Was? Ah, cool.
schnell hier rüber einmal. So, ein Wattebäuschen habe ich sogar noch. Und das habe ich auch. So, dann brauche ich noch ein Wattebäuschen. Einmal darüber. So. Dann das hier mit dem. Ich nehme nochmal ein Wattebäuschen und eins davon. Ich glaube, das gehört dazu, um unsere Extra-Aufgabe zu machen. Ah, okay. So. Teilweise sind die hier ja gerade sehr schlecht gelaunt, ne? Ich versuche es ja allen recht zu machen, aber leicht ist das nicht. So, du musst wieder darüber. Okay, ich kümmere mich. Super, das hat doch gut geklappt. Ich brauche eins hiervon. Schnell darüber. Okay, dahin. Und los, Leute. Irgendwie kriege ich die Aufgabe nicht hin, weil ich nicht kapiere, was man machen muss. Aber egal. So. Ah, weg mit den Blubberbläschen. Dahin, du darüber. Dann brauche ich einmal das hier. Super. Und der dahin. Und einmal alle entlassen. Perfekt. Ja, will noch jemand was oder? Doch, da kommen noch mehr. Ein Wattebäuschen. Ich komme. Hol ich nochmal Wattebäuschen. Die beiden entlasse ich jetzt mal. Schicht ist fertig. Ja, die Aufgabe haben wir irgendwie nicht hinbekommen, aber es liegt auch daran, dass ich nicht genau weiß, was wir da hätten tun sollen. Wir haben 2 von 4. Naja, immerhin haben wir diesmal Oliver gefunden, ne? Ich weiß zwar da auch noch nicht, was das wirklich bringt. Trage Balsam auf, rote Stellen auf. Es tut mir so leid, Earl. Es ist alles meine Schuld. Bitte, werde wieder gesund. An eines sollte man als Arzt gar nicht denken. An all die Sorgen. Hast du auch genug getan? Wird der Patient wieder gesund? Es ist nicht nur das, Daniel. Nichts läuft so, wie es sein sollte. Ich wollte Chirurgin werden. Ich wollte alle beeindrucken. Ich wollte Leben retten. Ich wollte keinen Patienten töten, für den ich verantwortlich bin. Ich weiß, dass die Lage derzeit aussichtslos erscheint. Aber sieh es mal so. Zumindest kann es nicht mehr schlechter werden. Oh, ja. Es wird noch schlechter. Aber es ist schon cool gemacht mit der Story immer. Hilft 30 Patienten, ehe ihre Boni für Schnelligkeit ablaufen. Oh je. Okay, wir werden es versuchen. Ich glaube, ich mache hier mal einen Cut, aber ich mache noch eine zweite Angezockt-Folge, weil es macht mir einfach gerade ziemlich viel Spaß. Ja, ich weiß nicht genau, wie ihr das seht, aber ich werde einfach mal noch eine zweite machen. Und ja, wenn ihr Bock habt, dann schaut doch rein. Wir sehen uns dann auf jeden Fall nochmal wieder in Hearts Medicine Time to Heal. Also, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.